In meinem letzten Video habe ich euch erzählt, dass ich jetzt hier in Costa Rica bin. Und ja, in Costa Rica gibt es Zitrusfrüchte. Ich glaube, das ist hier eine Orange. Und um die soll es sich halt heute auch drehen. Da möchte ich euch einfach mal hier so ein bisschen die Zitrusfrüchte bzw. auch die Orangenbäume zeigen. Ja, die Früchte bzw. auch der Baum, wie er genauer ausschaut, die Blätter und alles Mögliche. Und ja, dann zeige ich euch einfach auch hier ein bisschen auf der Farm, wie die Orangenbäume ein bisschen in der Mischkultur wachsen. Das ist jetzt auch ein Beispiel eines Orangenbaums, der ist ein bisschen kleiner. Hier gibt es auch ein paar größere, zum Beispiel der da hinten. Der hat auch viel mehr Früchte zum Beispiel. Und hier kann man jetzt ganz gut erkennen, dass das, ja, die auch schon ein bisschen älter sind und wie halt die Früchte ausschauen und wie sie halt auch vom Fruchtansatz her ausschauen. Also der hat zum Beispiel auch hier ganz kleine grüne Früchtchen und hier auch ein bisschen, ja, Orangen, die ein bisschen anreifen. Die sind grünlich, die werden auch schön saftig, ja, orange, sage ich mal, genauso so ungefähr halt. Nur dass sie halt nicht schimmeln oder faulen, so ungefähr. In dem leuchtenden Orange werden sie da auch. Die liegen jetzt dort auf dem Haufen, weil hier auf der Finca werden die Orangen von den Bäumen gesammelt, beziehungsweise die Zitrusfrüchte, weil sie halt sehr schnell faulen aufgrund des Wetters hier. Es ist gerade Regenzeit und die sollen halt nicht unter den Bäumen liegen. Zumal die Regenwürmer die Säure nicht so gut vertragen oder nicht mögen und die auch ungern zersetzen. Da ist jetzt auch zum Beispiel hier eine schöne reife Frucht, leuchtende Orange, und die riecht auch wunderbar herrlich. Also ich wünschte, ihr könntet auch hier, ja, diese Orangen mitriechen. Und hier wachsen halt in der Mischkultur mit Bananen, Avocados und dem Boden wachsen hier schon einige, ja, verschiedene Zitrusfrüchte, also Orangen, kleinere Mandarinen wachsen hier auch. Zitronen habe ich auch schon hier gesehen, also die Finca ist schon recht groß. Und ja, wie man auch hier so erkennen kann, ich habe hier selbst einen Orangenbaum in Kübel, der momentan überwintert. Mein Vater kümmert sich auch gut um ihn, aber hier kann man erkennen, dass halt die neuen Triebe hellgrün sind. Die Blätter erinnern mich halt auch ein bisschen an, ja, so Kunst, ja, künstliche Pflanzen oder so. Sie sind halt leuchtend grün und ich denke mal, hier hat der Baum so kleine Probleme, hat gekräuselte Blätter. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Krankheit ist. Vielleicht weiß es ja einer. Kann mir das gerne in den Kommentaren unten schreiben. Hier sind jetzt auch zum Beispiel im Gras einige faule Früchte. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Aber das ist jetzt einfach mal so ein Beispiel von Zitrusbäumen. Und ja, ich freue mich einfach gerne, euch, ja, mediterrane Pflanzen bzw. Pflanzen, die, oder Bäume, die man jetzt nicht so in Deutschland kennt, die halt überwiegend in wärmeren Regionen wie in Costa Rica leben, zu zeigen. Ich würde mich auch sehr gerne freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertet würdet. Und natürlich auch kostenlos meinen Kanal abonniert und auch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich jetzt zum Beispiel euch weitere Bäume hier auf der Finca vorstelle. So seid ihr sicher, dass ihr kein weiteres Video verpasst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns hier in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt, wo ich mich gerade in Costa Rica befinde. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.